Ballermann-Feeling auf der Heidelberger Neckarwiese. Die Abiturienten lassen es richtig krachen. 12 Jahre Schule, endlich vorbei. Warum muss es dann immer so krass abgehen? Na, weil es der einzigartigste Lebensabschnitt im Leben ist. Ja. Von allen. Ich glaube gar nicht, dass es das Krassfeiern ist, was hier gerade wirklich auffällt, sondern dass es so viele auf einmal sind. Weil es ist zum Beispiel nicht, dass jetzt jeder hier mehr trinkt als sonst, sondern es sind einfach mehr, die gleichzeitig viel trinken. Bis zu 2500 Schüler tummeln sich am Neckar und machen vor allem eines. Das ist erstmal Saufen und danach ist weiter Saufen. Und danach kommt dann noch mehr Saufen. Und morgen ist dann Kater. Einige müssen mit dem Kater nicht bis morgen warten. Dieser Abiturient ist total betrunken. Polizisten schleppen ihn zum Versorgungsposten vom Roten Kreuz. Spaß haben ist ja okay, sagt Sanitäter Klaus Gutfleisch. Aber wo ist der Spaß, wenn man sich total die Kante gibt? Das Ergebnis eines Nachmittags. Bis jetzt hatten wir ca. 20 Versorgungen. Davon sind 8 Personen ins Krankenhaus verbracht worden. Im Vergleich zu den letzten Jahren hat es zugenommen. Es sind mehr. Und das Wetter jetzt ausschlaggebend noch dazu kommt, das hat also schon dazu gesorgt, dass noch mehr Jugendliche jetzt hier überhaupt meiste vom Umland kamen. Heidelberg sind die wenigsten. Die Schüler kommen aus Mannheim, Sinsheim, Weinheim und noch aus einigen anderen Gemeinden. Heidelberg, das ist die Party-Location. Hier trifft man sich einfach zum Abi-Feiern. Das ist eine geile Umgebung, hier trifft man sich. Vor allem hier sind viel mehr Leute als in Wiesloch. Da ist nur so ein kleiner Park, da kann man nicht richtig feiern. Und die Polizei versaut einen auch dem Spaß in Wiesloch. Die Polizei ist da mit über 60 Einsatzkräften. Hier wird ein Schüler in die Ausnüchterungszelle geschleppt. Die Polizei hat viel zu tun, sagt Pressesprecher Norbert Schätzle. Darüber hinaus haben wir auch festgestellt, dass gerade in umliegenden Anwesen, Vorgärten, uriniert, eingekotet wurde. Also die Enthemmung hat heute relativ stark stattgefunden, wenn man das mal so offiziell sagen darf. Sie bleiben hier. Warum denn nicht? Weil ich das sage. Wir machen keinen Stress so weiter, ja? Von Anwohnern gibt es auch Beschwerden, weil Pärchen in Seitenstraßen einfach Sex haben. Das ist selbst für Einsatzleiter Michael Behring etwas Neues. Er macht nicht mit beim Geschimpfe über die Jugend von heute, aber er hat beobachtet, dass sich was verändert hat. Ich denke, dass vieles damit zusammenhängt, dass egal was man tut, es hat einfach wenig oder keine Konsequenzen heutzutage. Deswegen ist auch vieles richtig hemmungslos und man streckt auch oft über die Stränge. Hallo! Servus! Die Einstellung, mir passiert ja eh nichts, keiner kann, keiner darf mir was, kriegen Polizei und Sanitäter oft zu spüren. Hallo! Sabine und Barbara sind auch auf der Neckarwiese. Sie wollen mitfeiern, weil ihre Töchter da irgendwo im Gewimmel stecken. Wir sind erleichtert und wir möchten das einfach miterleben, wie die jetzt hier feiern. Nie mehr Schule. Ja, Abi, nie mehr Schule. Eltern, die zusehen, wie sich ihre Kinder total besaufen, das ist vermutlich auch ein ziemlich neues Phänomen. Barabta feiert mich, sie ist selber da. Ja. Ich habe vorhin zwei Eltern gesehen mit dem T-Shirt. Abi 2017, Christian. Das wäre mir jetzt auch ein bisschen peinlich. Was bleibt? Eine total zugemüllte Neckarwiese. Darum kümmern sich natürlich nicht die Abiturienten, wird sich die Stadt schon kümmern. Außer Schülern und manchen Eltern freuen sich vor allem die Flaschensammler. Für sie ist das Saufgelage ein super Geschäft.